Pack Burst auf der PS5, ja. Ist halt ein sehr buggy Game. Aber das ist ja schön, wenn der Bug endlich mal verschwinden würde. Weil auch wenn natürlich 120 FPS jetzt nicht wenig ist, aber du merkst halt, dass es auf einmal so stuttert quasi. Also es fühlt sich dann richtig unsmooth an für eine kurze Zeit, wenn das so gelockt wird. Wenn du mal kurz so eine Sekunde oder sowas einen Frame Drop hast, finde ich, spürt man das nicht so sehr, wenn das auf einmal auf einer Framerate gecapped ist, die du eigentlich nicht spielst. Bro, ich will doch nur das Perk-Paket aufheben. Konnte nicht sprinten, war tot, ja. Fühle. Fühle, fühle, fühle. Wenn Einstein zum Beispiel frech, das 16 zu 9 sowas, hast du vielleicht deine Settings-Datei auf dem PC schreibgeschützt oder sowas? Dass immer, wenn du in-game was änderst und das Spiel schließt, die Datei aber schreibgeschützt ist und das quasi nur für den Zeitraum übernimmt, während dem du gerade spielst, und wenn du das Spiel restartest, lädt er wieder die Einstellung aus der schreibgeschützten Datei. Das kann ich mir vorstellen. Das war so ein Warzone 1. Dass man da alles schreibgeschützt gemacht hat, weil der sonst irgendwie, keine Ahnung, sonst immer irgendwas passiert ist oder so. Ich weiß nicht mehr, was der Grund dafür war. Wieso habe ich so viele Safe-Advice? Habe ich Drohnenbug? Ja, ich habe Drohnenbug. Ja, jetzt nicht mehr. Sehr gut. Wie kann man das ändern? In der... Bei Dokumente, Call of Duty, und da musst du irgendeine... Oh, ich weiß gar nicht, wie die Settings-Datei heißt in Warzone 2. Ist das die INI-Datei gewesen, Chat? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber irgendeine Datei musst du rechtsklick und dann Eigenschaften schreibgeschützt einen Haken rausnehmen. Aber wenn du das nie selbst gemacht hast, dann kann die Datei eigentlich auch nicht schreibgeschützt sein. Weil die ist nicht automatisch so, soviel ich weiß. Ist aber auch... Weiß ich gar nicht 100%, wie das alles ist. Wie geil ist das denn? Show me your loot. Wie unfassbar perfekt ist der da gerade noch in meine Shots reingelaufen? Wie geil ist das? Wie viel Prezis hast du geholt? Oh. Oh, was willst du denn mit den ganzen Prezis anstellen? Der Mann hatte Hass in sich. Der wollte alle... Der wollte die ganze Map wegpreziehen oder so. Ja, genau. Wieso hat er so viele Prezis gehabt? Spielst du für Waffen Razorback und Lachmann MP, also MP5. Kann das sein, dass ich seitdem ich auf... Ich glaube, ich habe den Bug wirklich gefixt jetzt, ne? Ich hatte noch nicht einmal dieses 120 FPS-Problem jetzt. Einfach eigene FPS einstellen, nicht unbegrenzt, und die dann nach ganz oben ziehen. Das ist einfach die Meta. Wahrscheinlich habe ich dann aber im Menü auch so High Frames, was unnötig ist. TikTok Pico. Im Gunfight kannst du hochladen. Boah, also sehr korrekt. Sehr, sehr korrekt da.
Oh, oh, schrecklich. Schrecklich. Schrecklich, Pico. Ganz, ganz schrecklich. Hat der mich angeschaut? Ah ja, der. Schrecklich. Wie schnell war er auch eigentlich wieder da? Oh mein Gott, schrecklicher Gunfight. Razorback auch im Battle Royale? Ja, geht auch im Battle Royale. Moin, Brownie. Gumo. Schon mal so einen schrecklichen Gunfight gesehen? Das kann er hochladen, ja, das kann er wieder hochladen, ja. Das ist dann, dass das hochladen wird und der Gunfight davor wird ausgelassen. TikTok in der Nutshell. Aber gut, würde ja jeder so machen. Das würde ja jeder so machen. Geht's hier? Ganz gut. Ganz okay. Manchmal verstehe ich den Spawnschutz dann doch nicht so ganz. Also, der hatte jetzt für immer Spawnschutz einfach. Der war doch schon richtig weit unten. Gesteppt. Nee, 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 nee. Tschüss, Pico. Gerade noch einer gesteppt, wo ist der hin? Na? Where did he go? Warum läuft dein Stream auf 30 FPS? Sollte eigentlich nicht. FVR kommt zurück, ja. Also Farmers heißt sie zwar. Aber Full Auto und sieht genauso aus, ja. Schau mal auf intelzone.de, wir haben das gepostet. Wir haben das gepostet. Ah ja, hier geht's ja hoch. Stimmt ja. Ist ja so ein Haus. Ganz kurz, was ein geiles Gameplay sehe ich hier. Bleiben, küsse Herz. Oder jetzt die erste Runde sehen müssen heute. Die war kracher. Die erste Runde, die hat gekracht komplett. Das hier ist gerade okay, sag ich mal. Geht besser. Oh, ja, kletter hoch. Ja, Assassin's Creed. Oh, geil. Oh, und weg die Sau. Wieso lebt der noch? Oh, ich kotze alles voll. Oh, ich kotze. Ich kotze, ich kotze, ich kotze. Und er ist tot. Wichtig. Oh. Das ist der Harbinger Schalimpfer. Ja, Ausrufezeichen intelzone.de, by the way. Oder auch einfach Ausrufezeichen News. Geht auch. Dann kommt ihr zu dem Twitter-Account. Paper One! Warum? Okay. Wenn ich RPG schieße, dann macht 360 Zidane-Rolle. Er feed straight einfach auf meinen Arsch. Oh nein. Oh no. Ja, du bist tot jetzt, mein Freund, kann ich dir sagen. Das ist auch ein sehr smarter Play. Der Arme. Ja, war aber auch nicht so intelligent, da hinzugehen wieder. Schon intelligentere Plays gesehen.
Nein! Ist er runtergefallen? Tatsächlich. Tatsächlich. Ja, ja, Carlos. Schrecklich. Schrecklich, schrecklich. Kuss für die Subs, by the way. Ich lese gleich alles vor. Ich lese gleich alles vor. Danke für die SMG-Muni. But I pass. Dann lieber ein Stack AR-Muni. Ist der weggegangen? Ich dachte gerade, ich mache den Überplay. Oh ne, ich dachte Wurfmesser. Mit der Smoke? War ja gar kein Play einfach. Warum sehe ich seinen Totenkopf? Sterben beim Crossen. Ohne, ohne, ohne. Boah, geiler. Geiler Airstrike. Kommt noch einer? Nee, ne? Doch, einer kommt noch. Sehr gut. Bess. Ja. Nein. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht diese. Sehr schlecht. Luftschlag. Nein, ohne, ohne, ohne. Kommen vielleicht beide? Schade. Zwei noch. Ey, wieder 28, wenn ich beide Kills bekomme. Ah ja. Okay, der macht mir ein bisschen Angst mit der Sniper da. 3, 2, 1, 1. Schwer, komplett aus Versehen geplayt so. Komplett aus Versehen da eins runtergesprungen. Das war wirklich nicht so geplant. Entschuldigung. Was soll dies?
Komm. GG's. Das ist das Razorback-Sturmgewehr, ja. Nein! Nein! Der eine Italiener. Aber der ist da auch bodenlos lange weggekommen, muss man sagen. Ey, gute Solo-Lobby ist da heute. Back-to-back 28 Win. Sehr gute Lobbys. Sehr gute Lobbys. Wie schwingst du deine Waffe so, dass es einfach ADHS-Waffenwechsel? Also es bringt gar nichts und das Schwingen hat auch überhaupt keine Funktion. Überhaupt nicht. Nein. Ich habe Windows 10 noch drauf. Ich habe bei Annika auf Malta das erste Mal Windows 11 gesehen. Und ich hatte direkt keine Lust, das zu installieren. Direkt gar keine Lust, das zu installieren. Moin, Rixer. Moin, Kakaobaum.